Kapitel 14 – In die Zukunft. Ah, wo bin ich? Wurde ich mitgerissen? Ich kann nicht. Werde wieder ohnmächtig. Verzeihung, dass ich dich warten ließ, Meister Dialga. Ich hatte zwar mit mehr Schwierigkeiten als erwartet zu kämpfen, doch letztendlich gelang es mir, sie zu fassen. Ja. Mir ist völlig klar, was getan werden muss. Wer den Verlauf der Geschichte verändern will, muss aus der Geschichte getilgt werden. Ich werde das sofort in Angriff nehmen. Ich verstehe, wie du wünschst. Entschuldige mich. Hey, Train 92. Wach auf, Train 92. Ah! Wo? Du bist wach. Dieser Ort, ich glaube, das ist ein Gefängnis. Gefängnis? Ich bin noch nicht lange wach, also weiß ich nicht sicher, was los ist. Ich habe versucht, die Türen zu öffnen, aber sie sind abgeschlossen. Es scheint sonst keinen Weg nach draußen zu geben. Ich glaube, wir sind eingesperrt. Oh. Was ist hier los? Wir sind eingesperrt? Ich weiß auch nicht, was los ist. Aber ich kann versuchen, es herauszufinden. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Ich bin der Train 92 und wieder dabei ist mit mir die gute Neli. Hallo. Und ja, hier sind wir nun. Wir sind in der Zukunft gelandet und irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Wir haben Reptane gefasst, alles sollte gut sein. Wir gucken erstmal weiter und versuchen hier einen Weg rauszufinden. Los geht's. Train 92 versucht die Türen zu öffnen. Die Türen lassen sich nicht öffnen. Das bringt nichts. Neli hat recht, die Türen gehen nicht auf. Es sieht wirklich so aus, als seien wir eingesperrt. Wie sind wir hier gelandet? Ich glaube, es war so. Zwirfinst hat uns gepackt. Dann hat er uns in das dimensionale Loch gezogen. Was? Warte mal, ist das hier also vielleicht... Ist das... die Zukunft? Aber das ist... Ich kann das nicht glauben. Ich meine, das hier soll die Zukunft sein. Warum sind wir überhaupt hier? Oh, aber... Ich habe noch nie einen Raum gesehen, der so wie dieser gebaut war. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, vielleicht ist das wirklich die Zukunft. Wow, Train 92. Sind wir wirklich in der Zukunft? Ugh, was sollen wir jetzt tun? Also Wenn das hier die Zukunft ist, wie sollen wir dann wieder in unsere Welt kommen? Sie sind wach! Das kommt gerade recht! In Ordnung! Lasst es uns schnell erledigen! Schnell erledigen? Was denn? Was? Wow, sie haben mir die Augen verbunden. Ich kann nicht sehen. Mitkommen! Aua, schubst nicht so. Oh, mit verbundenen Augen weiß ich nicht, wohin wir gehen. Wo bringen sie uns bloß hin?
Wir sind da! Wo bin ich? Sie haben mich gefesselt. Ich kann mich nicht bewegen. Warum passiert das alles? Oh. Nelly? Bin ich froh, dich zu sehen. Ist alles in Ordnung? Ihr habt keine Ahnung, was euch erwartet. Ihr könnt es euch wohl leisten, so ruhig zu bleiben. Wie? Die Stimme kam von dort drüben. Reptain! Ihr zwei, habt ihr auch nur einen Schimmer, wo ihr seid? Nein! Ihr seid in einem Gefangenenraum. Sie wollen uns ein für alle Mal aus dem Weg räumen. Was? Oh, uns aus dem Weg räumen? Moment mal. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum sie dich loswerden wollen, Reptain. Aber warum uns? Wir haben nichts falsch gemacht. Das ist mir sowas von egal. Irgendwas müsst ihr getan haben, das sie nicht dulden können. Was? Wir haben nichts Falsches getan. Denk bloß nicht, dass wir wie du sind. Es ist mir egal. Tja, während du noch dabei bist, auszuflippen, sind sie bereits auf dem Weg. Und da sind sie auch schon. Wow, wer ist das? Das sind die Gefängniswärter, die hier die schmutzigen Jobs verrichten. Zufällig sind sie auch die Untergebenen von Zwirfinst. Was? Untergebene des großen Zwirfinst? Hey, da ist Zwirfinst. Wer der Zwirfinst? Die drei wurden an die Pfähle gebunden. Gut. Zwirfinst. Ich bin es, Nelly. Sehr gut, Zorbiris. Diese drei, sie müssen aus dem Weg geschafft werden. Was? Beachtet sie nicht. Macht euch bereit. Warte, Zwirfinst. Was ist mit dir passiert? Warum tust du uns das an? Spart euch euren Atem. Sei lieber still. Psst. Sprecht leise, damit sie euch nicht hören können. Arg leise sprechen. Ihr zwei, wenn ihr hier rauskommen wollt, dann müssen wir zusammenarbeiten. Was? Mit dir, Reptain? Ihr habt keine Zeit, lange zu überlegen. Oder wollt ihr lieber hier bleiben? Psst, hey du da. Huch. Sag mal, fällt dir irgendwas ein, das du tun könntest? Was? Was ich tun könnte? Was ist denn das für eine Frage? Was tun? Angreifen. Das ist es. Das klappt. Wenn es nur ein regulärer Angriff ist, kann ich auch mitmachen. Gut. Wir sind jetzt bereit. Sehr gut. Aber seid bis zum Ende wachsam. Lasst sie nicht aus den Augen. Vor allem nicht diesen Reptain. Wehehe! Beginnt. Jetzt. Wehehe! Sie kommen. Hört gut zu. Zorbiris schlagen mit ihren Klauen zu. Oh je, das klingt scheußlich. Und genau das könnte uns die Flucht ermöglichen. Die Zorbiris werden ihre Kratzfurie einsetzen. Das ist unsere Chance. Wenn sie uns angreifen und dabei die Seile treffen, mit denen wir gefesselt sind. Oh, genau. Die Seile könnten sich lösen. Genau. Und wenn das passiert, startet ein Angriff und flieht. Aber was, wenn ihre Kratzfurie die Seile nicht zerschneidet? Und was wenn die Zorbiris gar keine Kratzfurie einsetzen? Wehehe!
Wenn das passiert, nicht auszudenken. Haltet durch! Wartet auf eure Chance! Aber wenn sie weitermachen, dann sind wir erledigt, bevor unsere Chance kommt. Hey! Da ist ein Riss im Seil. Jetzt! Angreifen! Los! Was ist das? Da! Wir können nicht sehen! Reißt euch zusammen! Es ist nur ein Strahlorb! Der Effekt lässt bald nach! Verflucht! Dieser Reptane! Er ist unter der Deckung des Lichts aus dem Strahlorb geflohen! Damit kommen sie nicht davon! Ich habe Dreck im Mund. Wir sind in Sicherheit. Reptane beherrscht also die Attacke Schaufler. Er kennt wirklich viele Attacken. Wir sind entkommen, aber wir sind noch lange nicht in Sicherheit. Lasst uns abhauen, aber schnell. Nein, wollen wir nicht. Es geht voran. Jetzt wird's richtig spannend. Kommt, hier entlang. Wir müssen weiterlaufen, bis wir den Ausgang erreichen. Kommt, schneller, macht schon. Ich laufe so schnell ich kann. Hör auf, mich herumzukommandieren. Wie auch immer, Reptane. Was? Ist das hier die Zukunft? So ist es. Du schaltest schnell. Oh, also tatsächlich. Werden wir in unsere Welt zurückkehren können? Wer weiß. Wir müssen fürs Erste einfach weg von hier. Wenn sie uns fangen, wird es eure geringste Sorge sein, wie wir zurückkommen. Lauft schneller. Ich kann nicht. Ich bin fix und fertig. Wir sind fast da. Seht, der Ausgang ist gleich da. Geschafft. Wir sind draußen. Was ist das? Ist das unsere Welt in der Zukunft? Die Felsen schweben. Das ist wirklich ein merkwürdiger Ort. Und es ist schrecklich dunkel. Es weht nicht einmal der Wind. Es ist, als sei alles erstarrt. Genau. Wie? Ich höre die Zubiris. Wir müssen weiterlaufen. Hey Reptane, ich bin erschöpft. Wir haben keine Zeit, uns auszuruhen. Wenn sie uns kriegen, sind wir dran. Haltet durch und lauft. Das ist leicht gesagt. Ich kann nicht mehr. Ich muss mich ausruhen. In Ordnung. Hier ist eine natürliche Aushöhlung. Das sollte uns vor ihren Blicken schützen. Wenn wir uns kurz ausgeruht haben, sollten wir uns wieder auf die Beine machen. Moment mal. Im Gefangenenraum haben wir mit dir zusammengearbeitet, weil wir mussten. Aber wir haben nie gesagt, dass wir danach mit dir kommen würden. Einen bösen Pokémon wie dir werde ich auf keinen Fall über den Weg trauen. Neli. Ich bin also der Bösewicht. Und dieser Zwirfens ist der Gute.
Wie erklärt ihr euch dann das Verhalten von Zwürfelns? Sie wollten nicht nur mich, sie wollten auch euch loswerden. Oh, aber das heißt nicht, dass wir dir vertrauen sollten, Reptain. Es ist anscheinend nicht leicht, euer Vertrauen zu gewinnen. Ich dachte, dass es helfen würde, Verbündete zu haben, aber ohne Vertrauen ist es sinnlos, gemeinsam weiterzumachen. Gehen wir getrennte Wege. Ich mache, dass ich weiterkomme. Ihr solltet euch auch wieder auf den Weg machen. Viel Glück! Warte mal. Du sagst, wir sollen bald weitergehen, aber es ist jetzt dunkel draußen. Man kann kaum sehen, wo man hingeht. Wieso sollen wir nicht warten, bis es morgen wird, anstatt sofort aufzubrechen? Können wir nicht warten, bis es hell wird? Das ist nicht möglich. Ich sage es nicht gern, aber es wird niemals morgen. Wie? Diese Welt, eure Zukunft, sie ist eine Welt von immerwährender Dunkelheit. Die Sonne geht nie auf, also kommt kein Morgen. Die Dunkelheit dauert in alle Ewigkeit fort. Warum? Weil der Planet gelähmt wurde. Der Planet ist gelähmt? Die Lähmung des Planeten? Die Lähmung des Planeten? Ach ja, ich erinnere mich. Zwirfins hat uns die Lähmung des Planeten beschrieben. Kein geringerer Plan als die Lähmung des Planeten. Die Lähmung des Planeten? Ja, wenn ein Planet gelähmt wird, hört jede Bewegung auf ihm auf. Wenn ein Zahnrad der Zeit entfernt wird, verlangsamt sich der Fluss der Zeit in der jeweiligen Region. Je mehr Zahnräder der Zeit gestohlen werden, desto größer das Gebiet, in dem die Zeit langsamer fließt. Schließlich wird der Fluss der Zeit so langsam, dass sie ganz zum Stillstand kommt. Am Ende verfällt der Planet in einen Zustand vollkommener Lähmung. Wenn der Planet gelähmt ist, was geschieht dann mit der Welt? In einer Welt, in der die Lähmung des Planeten eingetreten ist. Nun, es weht kein Wind. Und es wird nie wieder Tag. Es wird weder Frühling noch Sommer. Es ist eine Welt von niemals endender Dunkelheit. Man könnte es ohne zu übertreiben als den endgültigen Untergang der Welt bezeichnen. Die Lähmung des Planeten. Dieser Planet scheint tatsächlich so zu sein, wie Zwirfins es beschrieben hat. Aber trotzdem, es ist schwer zu begreifen, wie der Planet in der Zukunft gelähmt werden konnte. Es steht euch frei, mir zu glauben oder eben nicht. So oder so rate ich euch, hier so bald wie möglich zu verschwinden. Ich gehe. Lasst euch nicht von den Zorbiris fangen. Oak-Drain 92. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. War es nicht so, dass die Lähmung des Planeten durch die fehlenden Zahnräder der Zeit ausgelöst werden sollte? Darum wollten wir Reptilien davon abhalten, sie zu stehlen. Wir haben doch alle alles getan, was zu tun war, oder? Selfie und die anderen sagten, sie würden die Zahnräder der Zeit wieder dahin bringen, wo sie hingehören. Das hätte die Lähmung des Planeten verhindern sollen. Aber es war anscheinend alles umsonst. Der Planet ist in unserer Zukunft noch immer gelähmt. Aber warum? Ich weiß nicht mehr, wem oder was ich glauben soll. Wehehe! Wow, die Zubiris! Wir können hier nicht bleiben, Train 92. Machen wir uns schnell fertig und verschwinden. So, dann machen wir uns fertig. Jetzt haben wir einiges an Story gekriegt. Überprüfen wir unser Lager. Wir können einiges ablegen erstmal. Hört euch die Musik an. Die Musik ist richtig geil. Das. Und eine Sinelbeere und diese Sachen. Ein Apfel. Und das war's. So, dann speichern wir hier nochmal. Nee, das tun wir nicht. So, ich glaube, wir sind bereit. Dann können wir da reingehen.
Und es kann weitergehen. Dann gehen wir rein. Bist du fertig, Train 92? Alles klar. Okay, machen wir uns davon. Klammhöhle U1. Das wird heftig. Erstmal Attacken angucken. Wir sind nämlich noch auf Slam. Wir gehen auf Ruckzuckhieb. Ah, wir müssen aufpassen. Stimmt. Drifloon ist ein Geist-Pokémon. Oh Gott, das ist schon wieder so ein scheiß Ditto, Alter. Na, was heißt schon wieder? Wir treffen Ditto ja zum ersten Mal. Ich erinnere mich nur echt ungern an Ditto. Gut gemacht. Danke, dass du mich jetzt alleine lässt, Neli. Oh Gott, Neli, Alter. Oh. Dieses Pokémon mit ihrem Scheiß, mit ihrer scheiß Angsthasenfähigkeit, ne? Das ist so krass einfach. Und auch noch schön in die falsche Richtung gerannt. Ich habe vergessen, normale Attacken werden uns hier kaum weiterbringen, weil hier viele mit Drifloon auch ein Geist-Pokémon unterwegs ist. Viele Psycho-Pokémon. Aber Panzer-Aeron ist das größte Problem. So, wir sind wieder voll geheilt. Klammhöhle U2. So, lasst uns hoffen, dass wir hier schnell durchkommen. Perfekt. Klammhöhle U3. Puh, nochmal so eine Ebene. Diese Ebenen hasse ich ganz besonders. Die habe ich schon in Team Blau nicht gemocht, wenn es solche Ebenen sind. Man hat 8 Räume genau, die man sich angucken kann. Oh, fuck. Oh, fuck. Voll daneben, hast du gut gemacht, Pikachu. Dankeschön. Hier ist leider nichts. Da ist leider auch nichts. So, hier ist auch nichts. Jetzt, warte mal. Das sind sogar 10 Räume. Ich habe mich bei 8 geirrt. Das sind sogar 10 Räume, Alter. Das ist so nervig. Und mit Pech hat man halt genau das, was ich jetzt habe. Und man landet erst im letzten Raum bei der Treppe. Und Neli erreicht Level 26. Cool. Und ich? Natürlich nicht. Warum auch? Oh, scheiße. Ernsthaft? Ein Onix, Alter? Die wollen uns alle umbringen, oder? Jetzt erreiche ich Level 26 und wir lernen endlich eine richtig gute Attacke. Wir lernen Donnerblitz. Endlich. Und Donnerblitz darf sich gerne verabschieden gegen... Soll ich gegen Donnerwelle? Ja, verabschieden wir mal gegen Donnerwelle. Donnerblitz ist einfach richtig gut, weil wir können mehrere Gegner um uns rumtreffen. Also um Pikachu rum. Belebersamen, please. Nee, nur ein Flairsamen. Und wieder ein Apfel. Aber Tarnsteine, ui. Ist in Mystery Dungeon aber leider nicht so gut wie den normalen Pokémon-Spielen. Wir haben Glück. Wir treffen keinen Gegner-Pokémon. Klammhöhle U5. Oh, please. Nicht noch so eine Ebene, Alter. Durchbruch. Kann Neli vielleicht eine Attacke davon lernen? Nee, aber ich! Schön. Bringt uns gar nichts. Ich bräuchte mal ein paar gute Attacken für Neli. Und nicht so eine Scheiße, Alter. Da ist die Treppe. Glück gehabt. Und Drift Zeppeli, Alter. Geh weg mit der Scheiße. Ich hätte gern die Georock-Brocken. Muss ich ehrlich sein? Oh, Neli, Alter. Und tschüss.
Oh Gott, Neli, du blödes Huhn! Oh. Neli bringt mich irgendwann nochmal ins Grab, Alter. Oh, scheiße. Ernsthaft? Der überlebt das auch noch. Autsch. Was? Fuck, Alter. Fokusstoß. Kann keiner lernen. Ich muss absolut vorsichtig ab jetzt sein, weil Drift... Super. Wir sind am Arsch. Ich muss Sinelbeeren einsetzen. Wir haben eh genug im Lager. Da kriegen wir für eine süße Box. Bringt uns gar nichts. Absolut useless. Ich hätte mit Neli gerne den Platz getauscht, aber ich habe im Moment so wenig Leben, dass ich sterben würde, wenn ich mit Neli den Platz tausche. Da ist die Treppe. Ich kann mich healen. Sehr schön. Wir sind wieder voll. Hui. Oh, das ist ein Magneton, Alter. Magneton. Ja, juckt uns wenig, weil Neli schon angegriffen hat. Und Glück gehabt, wir können geradeaus durch. Aber jetzt müssen wir halt hoffen, dass wir kein böswilliges Pokémon treffen. Nee, aber wir finden einen Orb, einen Appell-Orb. Oh, Scheiße. Ernsthaft? So, nochmal Donnerblitz. Dafür haben wir es gekriegt. Seht ihr, Donnerblitz rettet uns den Arsch, Alter. Aber wirklich, oh Kacke. Aber wir haben ja... Wir haben Items, oder? Wir haben auch welche angelegt. Ja, Eisendorn gerade. Ich würde hier aber gerne die Georock-Brocken anlegen, weil Eisendorn und sowas hier gerade im Moment nicht so das ist. Gut gemacht, Pikachu! Du Vollidiot! Da ist der Georockbrock einfach weg. Oh, Scheiße. Glück gehabt, gleich mit einem One-Hit gekillt. Unsere Rettung. Oh, Kacke. Natürlich. Funkensprung. Danke, dass du mich angegriffen hast. Das war schön blöde. Weil auf mich ist das nicht sehr effektiv. Oh, ja, komm. Du Spast, Alter. Neli wird fliehen. Kennt's ja. Weil Neli einfach absolut gar nichts aushält. Jetzt durfte ich schon meine beiden Sinelbeeren an Neli verschwenden. Und da kommt der nächste. Oh, wie viele wollen mich denn jetzt noch nerven, Alter? Der kann natürlich Finalschlag. Kostet uns die Hälfte unseres Lebens. Das ist sehr gut. Mein Magen ist leer. Super. Dann esse ich mal was. Ich muss extrem vorsichtig sein, Alter. Weil wir haben gerade nicht viel Leben. Oh Gott, Glück. Toll, Explosion. Kann auch keiner von uns. Oh, wir sind weiter. Sieh mal, Trent 92. Könnte das da drüben der Ausgang sein? Lass uns nachsehen. Haben wir unseren Vorsprung zu den Zubris ein bisschen vergrößert? Lass uns jetzt etwas ausruhen. Sieh mal, da ist Wasser.
was? Dieser Wasserfall? Das Wasser fließt nicht. Das Wasser ist mitten in der Bewegung erstarrt. Hat Reptin doch recht? Ist die Zeit in der Zukunft wirklich stehen geblieben? Wieso hat Zwirfins uns an diesen Ort gebracht? Der große Zwirfins, der so freundlich zu uns war. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Wenn wir nur irgendwie die Wahrheit herausfinden könnten. Oh, ich weiß wie. Es gibt einen Weg, die Wahrheit herauszufinden, Train 92. Und wie? Dein dimensionaler Schrei. Setze deinen dimensionalen Schrei ein, Train 92. Berühre dieses erstarrte Wasser. Wer weiß, vielleicht siehst du ja etwas. Oh, ich verstehe. Das stimmt. Ein Versuch ist es wert. Wenn ich das erstarrte Wasser berühre, dann erfahren wir vielleicht etwas darüber, was hier geschieht. Wir sollten keine Zeit verlieren. Die Zobris holen uns sonst ein. Die Zobris? Ja, Zobiris. Mach schnell! Train 92 berührt den erstarrten Wasserstrahl. Alles klar, Train 92? Kannst du etwas sehen? Nein, ich sehe nichts. Nichts? Uff, schade. Ich würde mir weniger Sorgen machen, wenn wir auch nur annähernd verstehen würden, was los ist. Wir haben gar nichts erfahren. Wir haben hier viel Zeit verschwendet. Wenn wir uns nicht beeilen, holen uns die Zobiris ein. Machen wir uns auf die Beine, Train 92. So, aber dann würde ich sagen, ich beende hier den Part, sonst überziehen wir wieder zu viel. Wir haben einiges geschafft, wir haben gegen ätzende Gegner gekämpft. Wird im nächsten Part nicht besser. Aber ich und Neli bedanken uns hier bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Und wir hoffen, wir sehen euch beim nächsten Part wieder. Tschüss! Vielen Dank, dass ihr bei dem Part von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen könnte und welche Projekte ich sonst noch machen soll. Wollt ihr noch mehr von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel sehen, dann drückt doch auf die Playlist. Und hier sind noch zwei andere Projekte, die euch auch noch gefallen könnten. Wollt ihr nichts mehr von mir verpassen, dann drückt doch auf den Vergiss nicht mich zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Tschüss!